Die Gemeinde will Gutes tun und der Josefstraße in Rheinbreitbach einen Bürgersteig spendieren. Kosten rund 350.000 Euro. Abgesehen davon, dass die Anlieger im Rahmen wiederkehrender Straßenbeiträge mitfinanzieren müssten, stellen sich nicht wenige von ihnen die Frage, warum gerade auf der geplanten Straßenseite, obwohl es auf der gegenüberliegenden doch schon so etwas wie einen Gehweg gibt. Das fragt sich auch die Bürgerinitiative für sicheren Fußweg in der Josefstraße und stellte eine Petition online. Die Forderung ist ein Gehwegseitenwechsel. Über 200 Unterzeichner gibt es mittlerweile. Ein Teil davon traf sich heute vor Ort zu einem Gespräch. Initiiert hat die Petition und das Treffen Philipp Blinde, Eigentümer eines Hauses in der Josefstraße. Was mich daran stört, ist, dass wir hier von der linken Seite herunterkommen, dann der neue Gehweg nicht auf der Seite, wo wir herunterkommen, lang geht, nämlich der hier, wo man auch links Platz hätte und Ausweichmöglichkeiten, wenn der Bus kommt, sondern er soll auf die andere Seite gehen. Das heißt, ich soll einmal den Verkehr kreuzen, dann hier entlang gehen und dann bin ich da in der Mitte zwischen zwei Straßen, komme ich dann raus und muss dann nochmal den Verkehr kreuzen. Das ist für mich einfach als Gehweg, fast schon ein Schildbürgerstreich, ja? Weil hier gehen die Leute schon lang. Ich wohne jetzt hier seit, glaube ich, meine Eltern wohnen jetzt hier auch schon seit 15 Jahren oder so. Die Leute gehen hier lang und da kann man das halt machen. Nach Blindes Recherchen hat die Planung weitere Schwachpunkte. So müsste die Ortsgemeinde Teile angrenzender Grundstücksflächen erwerben und auch der am Straßenrand stehende Baum könnte zum Teil eventuell störend sein. Immerhin müssten große Fahrzeuge beim Vorbeifahren dicht an den Lebensspender heranrücken. Vermutlich war Planern und Politikern die Sachlage im Vorfeld klar. Trotzdem haben alle Fraktionen für den Gehweg gestimmt. Auch der Fraktionsvorsitzende der SPD, Rudolf Martin, der heute mit anderen Genossen vor Ort war. Ach, die Bürgersteiglösungen waren in der Diskussion im Vorfeld nicht einig. Beide Lösungen, egal auf welcher Seite, sind keine optimale Lösung. War uns bewusst, aber so nach dem damaligen Kenntnisstand gab es nur eine zweitbeste Lösung. Und nicht die beste. Und deswegen, weil diese Straße auch schon ewige Zeit nicht ausgebaut ist, hier kein Kanal liegt, dass hier endlich auch den Anrainern, die Wasserschäden haben durch Oberflächenwasser, dass da endlich die Sache weitergeht und endlich die Straße ausgebaut wird. Dass es weitergeht, dafür ist auch Philipp Blinde. Ich bin aber durchaus auch bereit zu sagen, warum überhaupt ein Gehweg? Weil wir haben hier die ganze Zeit schon keinen Gehweg. Warum nicht eine verkehrsberuhigte Zone? Und mit der verkehrsberuhigten Zone hätten wir links und rechts quasi keine Gehwege. Und wir hätten das Kernelement, dass der Fußgänger Vorrang hat vor dem Autoverkehr. Weil das ist ja das, worum es hier eigentlich geht. Wenn man hier lang geht, dann muss man halt aufpassen. Und das ist das, worum es mir letzten Endes geht. Und das ist das, was wir mit Ratsmitgliedern auch besprechen konnten. Und das ist das, was wir auch mit der Petition jetzt weiter treiben werden. Von der Verwaltung war niemand vor Ort. Ist es denkbar, dass der Beschluss noch einmal in die Diskussion kommt? Naja, also wenn bessere Argumente auf den Tisch kommen und eine Lösung nicht optimal ist, dann sollten wir, egal wie wir gestimmt haben, trotzdem drüber nachdenken und nicht von vornherein, nur weil wir was beschlossen haben, ausschließen. Das sollte doch möglich sein. Sicherheit und Verkehrsberuhigung geht ja auch an anderen Stellen in Rheinbreitbach ganz gut.